Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Das Update ist da. Wir hatten eine Wartungspause bzw. eine Update-Pause von 5 Stunden, 15 Minuten und jetzt geht's endlich los. Ja, das kennen wir alles. Das habe ich schon weit und breit erklärt mit dem neuen Paragon-Board und. Plan für dieses Video ist, in den neuen Charakter zu schauen und die neuen Season-Questlines sich anzuschauen. Morgen gibt es ein Video dazu, zu dem kompletten DLC. Wenn ihr das nicht einfach alles verpassen wollt, auf jeden Fall Follow da lassen. Ich werde jetzt hier den Geistgeborenen starten und reingehen. Oh mein Gott, die sieht cool aus. Okay, fertigstellen. Ja, das ist die neue Season-Questline. Willkommen zur Saison des aufsteigenden Hasses. Das werden wir uns angucken, da bin ich sehr gespannt. Und hier kann man jetzt direkt die Schwierigkeit ausprobieren. Ich werde erstmal versuchen... Wie stark... Schließt die Originalkampagne ab? Habe ich doch. Okay, vielleicht kann man es gleich nochmal ändern. Ach, das ist der Recap. Den kennen wir. Haben die ja gesagt, dass sie einen Recap machen. Den kann ich nicht überspringen. Wir sind da. Okay, ich weiß, hier geht's runter ins DLC-Gebiet. Das machen wir, wie gesagt, nächstes Mal. Ich will mir jetzt als allererstes die Season-Questline angucken. Und die finden wir in Zabenzett. Und natürlich den neuen Charakter. Ich glaube, die Story von der Questline ist ja relativ irrelevant. Das mit dem Ganzen, wie das abläuft, das wissen wir ja schon. Ansteigender Hass. Töte den Reichwandler, um Bronelis Reich zu öffnen. Endet in einer Minute. Abfahrt. So sieht das Ganze aus. Interagieren. Ach komm, man kann schon vorab mit den Sachen interagieren. Also ich hoffe, dass da sich gleich noch was tut, weil bislang ist es relativ langweilig. Bin ich early. Okay, jetzt kommt er raus. So sieht das aus. Und da kommen dann Gegner. Aber greift man ihn an? Nee. Die Menge an Gegnern ist ja relativ belanglos, muss man wirklich sagen. Wieder ein Level up und wir haben den Reichwandler besiegt und jetzt kannst du hier rein. Rein in das Dungeon. Alleine. Was mich als erstes interessiert, kann ich einfach durchrennen. Okay, hier ist das Ding. Nutze das Reichtor, um euren weiteren Weg zu wählen. Das kennen wir ja. Ne? Jetzt kann ich auswählen, was ich haben will. Gut, gut, gut. Und jetzt? Und in dem Portal kannst du jetzt Eisenbrocken verwenden, rauende Obolusse oder rauende Obolusse. Okay, ich nehme mal hier Eisenbrocken. Begebt euch nach brodelnde Quelle. Hier ist irgendwie ein Portal. Da kann man rein. Was hier? Brodelnde Truhe des Goldes. Ausrüstung. Materialien. Ich nehme mal Gold. Das ist ja gar nichts. Aber man kann alle aufmachen, okay. Oh, geiler Kampfstaub. Jetzt kommt noch ein Portal. Okay, damit kommt es dann wieder zurück. Okay. Hier ist, glaube ich, vielleicht brodelnde Quelle, würde ich behaupten. Brodelnde Quelle. Kiste. Kiste, Boss besiegen. Oder Gegner. Ich glaube, ich finde eine Masse an Gegnern sogar besser als ein Boss. Ah, da kommt aber auch noch ein Boss. Das finde ich wieder ganz cool. Oh, das war cool. Das waren coole Gegner. So, hier. Oh mein Gott, hier kommen gute Sachen für den Anfang raus. Und nochmal Müll. Und vor allen Dingen, das, was hier halt interessant ist, ist das hier. Gegner lassen regelmäßig zusätzliches Gold fallen. Das Töten von Gegnern gewährt euch Ansehen bei den Reg der Zakarum. Das ist super für die Wolfsehre. Und 15% erhöhte Erfahrung. Und da gibt es verschiedene Sachen von. Und that's it. Reich geläutert. Und ich gehe mal von aus, jetzt geht's in Zabenzett weiter. Ja. Ah, guck mal. Und hier ist jetzt quasi die Wolfsehre, sage ich mal. Die du da mit diesen Zakarum-Dingern durchspielen kannst. Und das war's. Das war's. Ich kann mir vorstellen, dass das hier noch ein Bug ist und dass das Ding hier eigentlich dann ein grünes Feld ist. Aber that's it. Das Ding wechselt jetzt wieder in ein paar Sekunden. Zack. Und ist jetzt hier. Ich denke mal, sehr wahrscheinlich ist es noch ein Bug und normalerweise soll das Gebiet hier grün sein. Und hier wäre dann wieder das Teil. Das kann auch 5 grausige Gaben haben, gut zu wissen. Geht dann in 5 Minuten los. Und das ist es. Es ist leider genauso, wie ich gedacht habe. Leider, zumindest war jetzt auf Weltstufe 1 sehr unbelohnt. Obwohl, es war schon gut, aber für die Zeit, die ich da investiert habe, um einmal durchzukommen, weiß ich nicht, ob man das... Wie eine Blutehre, wie eine infernale Horden, ob man das immer und immer wieder spielen würde. Ich glaube, das ist eher, ich glaube nicht, dass das, ja, es gibt ja auch keine Season-Thema spezifisch irgendwelche Fähigkeiten oder so. Das, was Season-Thema ist, sind diese Dinger. Das ist das Einzige, was
Season-relevant ist. Das Einzige, was mit der Season zu tun hat. Das heißt, alles, ich könnte jetzt auch auf Eternal spielen, das Einzige, was nicht da wäre, wäre dieses Portal, was rumläuft. Und ich glaube, rein für mich persönlich ist das jetzt nicht so mega krass. Schreibt ja gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Vielleicht habe ich ja auch noch irgendwas nicht gesehen, aber ich glaube, dass das die Season-Questline war, die auch ultra kurz war. Also auch verglichen mit anderen Season-Questlines, da muss ich nicht von A nach B laufen und irgendwelche Dinge abgeben, irgendeinen Typen retten oder sowas, sondern das war's. Also mit Seneschall verglichen, mit Season 4 verglichen, das war's mit der Season-Questline. Wie gesagt, morgen wird es dann ein Video geben zum DLC. Da gehe ich nämlich jetzt als nächstes rein. Und dann könnt ihr sehen, was es alles im DLC zu sehen gibt. Wenn das nicht klappt, dann solltet ihr auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ein Like auf das Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.